Grüß Gott und herzlich willkommen bei ATV Boulevard. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In unserer heutigen Sendung geht es um Toleranz, Zivilcourage und ganz viel Musik. Vor mittlerweile 12 Jahren wurde das Gewaltschutzgesetz erlassen. Es soll denen helfen, die sich nicht aus eigener Kraft wehren können. Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen werden, Kindern, die zu Hause Gewalt erfahren und Stalking-Opfern. Die Opfer führen oft ein Leben im Schatten. Rund 150 Musiker haben ihnen nun ihre Stimme gegeben. Beim Tag der Musik in Kempten machten sie gegen Gewalt an Frauen und Kindern mobil. Es sind ungewöhnliche Klänge, die durch die Innenstadt von Kempten hallen. Doch sie passen zu den heißen Temperaturen an diesem Pfingstsamstag. Und bei den Passanten kommt der Rhythmus offensichtlich gut an. Nur ein paar Meter weiter hört man schon die nächste Band. Von Rock über Blues bis hin zu Pop ist hier heute alles vertreten. 40 verschiedene Bands mit insgesamt rund 150 Musikern spielen heuer beim Tag der Musik. Es sind auf jeden Fall Nachwuchsbands dabei, aber nicht ausschließlich. Es sind auch viele alte, bekannte, etablierte Bands, die auch seit vielen Jahren schon immer dabei sind. Ich finde es auch schön, dass viele von den etablierten Bands, die ja auch grundsätzlich gute Arrangements hier in Kempten immer wieder bekommen, dass die aber sich für so einen Tag, für den Tag der Musik zur Verfügung stellen, an dem sie ja umsonst spielen und da auch wirklich sehr gerne mit dabei sind. Jede Band, die beim Tag der Musik auftritt, verzichtet auf ihre Gage und sammelt stattdessen Spenden für den guten Zweck. An wen das Geld geht, das bestimmen die Organisatoren jedes Jahr neu. Wichtig ist nur, es soll ein regionales Projekt unterstützt werden. Heuer kommen die Spenden dem Frauenhaus Kempten zugute. Dort können bis zu 5 Frauen mit ihren Kindern Zuflucht vor gewalttätigen Partnern finden. Pro Jahr suchen 30 bis 40 Betroffene das Frauenhaus auf.
Der Bedarf ist im Allgäu genauso groß wie überall. Es gibt einfach sehr viel Gewalt. Es ist nie öffentlich, aber Frauen erleben Gewalt. Die Musiker legen sich trotz der schwülen Temperaturen richtig ins Zeug. Sie spielen gerne für den guten Zweck. Die Veranstalter haben oft eher zu viele Anfragen für den Tag der Musik als zu wenige. Dennoch gibt es für die Musiker auch ein kleines Dankeschön. Die Gruppe, die das meiste Geld gesammelt hat, darf einen Schulungstag mit einem Profimusiker verbringen. Die Purple Box ist ja unten in der Kronenstraße, jetzt dann neu, haben die ja so Übungsräume und da gibt es immer ein Coaching. Die coachen quasi die Bands und die können so einen kompletten Coaching-Tag, den man normalerweise dort auch buchen kann, gewinnen. Bis in den Abend spielen die Bands in der Kempner Innenstadt. Dann wird ausgezählt. Und das Ergebnis ist eine positive Überraschung. Insgesamt wurden über 9.000 Euro für das Frauenhaus gespendet. Das sind rund 2.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Ein wichtiger Beitrag für die Arbeit des Frauenhauses. Das Frauenhaus wird ja von einem Frauenverein getragen. Und wir kriegen zwar von den Kommunen und auch vom Ministerium Zuschüsse, aber wir müssen einen großen Anteil vom Haushalt selber tragen, 10%. Und das ist einfach eine Menge Geld. Und nur mit so großen Einnahmen sind wir überhaupt in der Lage, das auf die Dauer zu stemmen. Sonnenschein, gute Musik, ein hohes Spendenaufkommen. Mit dem Tag der Musik 2014 können alle Verantwortlichen mehr als zufrieden sein. Zu unserem nächsten Thema. Ist die Religion Auslöser für Konflikte oder Hilfe bei der Suche nach Lösungen? Wenn es nach Dolf Rabus geht, dann ist sie auf jeden Fall Letzteres. Der Memminger hatte deshalb 1992 das Musikfestival Musica Sacra International ausgerufen. Die Konzertreihe bringt rund um Pfingsten Vertreter der 5 Weltreligionen zusammen. Auch in diesem Jahr wird wieder im Zeichen der Toleranz musiziert, allerdings ohne Dolf Rabus. Der Festivalgründer verstarb im vergangenen Dezember. Es ist der wohl bewegendste Moment am Samstagabend. Vor dem eigentlichen Auftritt der französischen Gruppe Chant Sacré Gigant en Provence nehmen die Musiker noch einmal ganz persönlich Abschied von Dolf Rabus. Er gründete das Festival Musica Sacra International 1992. Im vergangenen Dezember verstarb Rabus im Alter von 67 Jahren. Dolf Rabus, der Gründer des Festivals, fehlt an vielen Stellen. Er ist ein großer Visionär des Festivals gewesen. Er hat zahlreiche Ideen gehabt, die wir versuchen jetzt umzusetzen. Wir haben das Festival noch gemeinsam geplant. Insofern trägt es noch seine Zeichen. Und dennoch werden wir auch ohne ihn in die Zukunft gehen, dieses Festival leider ohne ihn machen, aber jetzt auch anschließend in die Planung gehen für die nächsten Festivals, um dann Musica Sacra in seinem Sinn auch weiterzutragen. Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es das Festival. Ein Vierteljahrhundert also, in dem Musiker aus aller Welt ins Allgäu kommen, um gemeinsam an Pfingsten zu musizieren. So wie an diesem Abend gibt es bei Musica Sacra International Jahr für Jahr Konzerte im Zeichen der Begegnung und der Toleranz. Musica Sacra International bringt seit 25 Jahren Musiker und Musikerinnen aus
den 5 großen Weltreligionen ins Allgäu, um die Musiker zusammenzubringen, ihnen die Möglichkeit geben, sich einander kennenzulernen, einander wertschätzen zu lernen, ihre Religionen einander vorzustellen und einfach miteinander diese 5 Tage zu gestalten. Doch es war nicht immer leicht für die Festivalveranstalter. 2006 machten die katholischen Kirchen der Konzertreihe einen Strich durch die Rechnung. Die Diözese Augsburg verbot, dass in Bayern nicht-christliche Musiker in katholischen Kirchen auftreten. Ein Schock für die Veranstalter des interreligiösen Musikfestivals, die kurzzeitig daran dachten, das Festival aufgeben zu müssen. Doch dann zeigte sich, wie gut der Zusammenhalt zwischen den Religionen funktioniert. Kurzerhand öffneten Synagogen und Moscheen ihre Tore für die Musiker. Musica Sacra International steht nicht immer für Musik im klassischen Sinne. Diese Gruppe tibetischer Mönche aus einem Schweizer Kloster stellt ein spirituelles Reinigungsritual vor, begleitet von klösterlichen Instrumenten. Es ist für den Zuschauer nicht immer ganz einfach, einen Zugang zu den verschiedenen Künstlern zu finden. Deshalb wollen die Organisatoren des Festivals nicht nur einen Einblick in die jeweiligen Kulturen geben, sondern auch Wissen über die Weltreligionen vermitteln. Deshalb zeigen sie beispielsweise einen Dokumentarfilm über das Festival an verschiedenen Schulen. Danach laden wir Schüler in die Filmburg Marktoberdorf, das kommunale Kino dort ein, um dort mit ihnen erst einen Film anzusehen und dann eine Musikgruppe aus der jeweiligen Religion spielen zu lassen, wonach die Schüler dann die Möglichkeit haben, mit den Musikern ins Gespräch zu kommen, ihnen Löcher in den Bauch zu fragen über alles, was sie schon immer mal über andere Religionen wissen wollten. Ein Ensemble aus Indien rundet den Konzertabend im Memminger Kreuzherrensaal ab. Ihre Lieder handeln von dem Leben der hinduistischen Gottheit Vishnu. Drei Religionen, eine Bühne. Ein Erlebnis, das bei Musikern wie Zuschauern wohl noch lange nachklingen wird. Und das war ATV Boulevard für dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.